Ich möchte nun anschauen, wie man hier die Dimensionierungsgleichung für die Induktivität beim Tiefsatzstellwert bzw. Abwärtswandler herleitet. Das heißt, wie gerade gesagt, dieses Kochrezept durchgehen. Wir wollen jetzt bei Vorgabe eines Wertes von Delta IL und der Frequenz F wollen wir den Induktivitätswert ableiten in Abhängigkeit von den Mittelwerten der Spannung und Ströme. Dazu betrachten wir nochmal den Spannungsverlauf an der Induktivität beim Tiefsetzsteller. Das heißt, hier hatten wir diesen Stromverlauf IL von T über eine Periode, der so dreieckförmig war. Das heißt, bis D mal T nimmt er von seinem Minimalwert auf den Maximalwert linear zu. Danach nimmt er bis zum Ende der Periode wieder linear ab. Und danach wiederholt sich das natürlich periodisch. Das heißt, wir haben hier eine Änderung um Delta IL während dieser Periode. Und wir können auch gleich sagen, welche Spannungen bzw. wie groß die Änderungsraten sind an dieser Induktivität, weil tatsächlich die Änderungsraten hier nur von der Spannung abhängen. Und wenn wir konstante Spannungen annehmen, wie bei unserer Mittelwertmodellierung, können wir tatsächlich sagen, okay, hier diese Änderungsrate ist die, die auftritt, während der Schalter eingeschaltet ist. Das ist ja gerade das Einschaltintervall, wo Energie in der Induktivität gespeichert wird beim Tiefsetzsteller. Dann haben wir hier eine Änderungsrate UE minus UA durch L, weil in diesem Zustand die Spannung an der Induktivität UE minus UA ist. Und wir haben hier die Änderungsrate minus UA durch L in diesem zweiten Zustand. Und jetzt können wir hier die Dimensionierungsgleichung für die Induktivität ableiten. Das heißt, die Vorgabe dafür ist, wir müssen Werte wählen für die Frequenz, für die Schaltfrequenz und für dieses Delta IL. Wie gesagt, typischerweise so 40% von dem Mittelwert. Und dann wäre jetzt die Vorgehensweise, wir versuchen jetzt dieses Delta IL auszudrücken durch die Mittelwerte der Ströme bzw. Spannung. Das ist hier schon passiert und tatsächlich die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wir statt dieser Differentialgleichung für den Verlauf der statt der Differentialgleichung für die Stromspannungsbeziehung hier UL ist gleich L DIL nach DT die Näherung benutzen, UL ist gleich L mal Delta IL nach Delta T. Das heißt, was machen wir? Wir wählen jetzt zum Beispiel den Zustand für 0 kleiner t kleiner d mal t, das heißt, wo jetzt der Schalter ein ist und die Diode aus. Und dort können wir sagen, UL ist wie gesagt hier UE minus UA durch L. Und daraus folgt jetzt, wir sagen, UL ist L mal Delta IL durch Delta T, dass wir hier schreiben können, okay, UE minus UA durch L ist Delta IL durch Delta T. Na, hier ist ja das L schon drin. Oh, Moment. In diesem Zustand können wir jetzt sagen, für die Spannung an der Induktivität gilt UL ist gleich UE minus UA. Haben wir ja hier schon die Steigung ausgerechnet. Das heißt, daraus folgt jetzt, wenn wir hier berücksichtigen, UL ist L mal Delta IL nach Delta T, weil tatsächlich hier diese Spannung ja der Mittelwert der Kondensatorspannung am Ausgang ist, dass wir hier diese Differenz nehmen können, können wir daraus sagen, okay, tatsächlich Delta IL ist UL durch L mal Delta T. Und hier haben wir jetzt UL UE minus UA. Delta T wäre in diesem Fall diese Einschaltzeit, wäre also genau D mal T bzw. T ein. Und dann haben wir hieraus Delta IL ist UE minus UA durch L mal D mal T. Jetzt können wir noch weiter berücksichtigen, dass zunächst T 1 durch F ist. Das heißt, die Perioden- und Schaltfrequenz hängen zusammen über den Kehrwert und dass wir sagen können, das Tastverhältnis D ist UA zu UE. Warum? Tatsächlich wissen wir beim Tiefsetzsteller im CCM-Modus haben wir diese Beziehung. Das ist nichts anderes als hier das M, Spannungsübertragungsfunktion im CCM-Modus für den Tiefsetzsteller. Das können wir jetzt beides einsetzen. Das heißt, ich kann jetzt hier für das D UA zu UE einsetzen und hier für das T 1 durch F. Und dann kriegen wir raus, Delta IL ist UE minus UA durch L mal UA durch UE mal 1 durch F. Und jetzt können wir auflösen nach dem Induktivitätswert. L ist jetzt hier UE minus UA durch F mal Delta IL mal UA durch UE. Und das ist jetzt hier die Dimensionierungsgleichung für die Induktivität.
Aber Achtung, diese Dimensionierungsgleichung gilt jetzt hier nur für den Induktivitätswert, liefert uns aber noch nicht sozusagen die vollständige Information, um die Induktivität auszulegen. Das heißt, schreiben wir es kurz dazu, Achtung, bei einer realen Spule brauchen wir die Werte für den Induktivitätswert, für den Sättigungsstrom, das heißt den Maximalwert des Stromes, IL Max, der fließt, und Angaben für die Verluste. Im einfachsten Fall reicht dort der Effektivwert des Stromes, wenn man annimmt, das sind bloß reine DC-Wicklungsverluste bei Gleichstrom. Es könnte jetzt aber sein, dass es komplizierter wird, dann braucht man gegebenenfalls hier noch zusätzliche Informationen über die Kernverluste oder frequenzabhängige Wicklungsverluste. Noch eine kurze Anmerkung zu dieser Gleichung. Diese Gleichung ist eine Funktion vor allem auch der Eingangsspannung. Das heißt hier nicht nur das Tastverhältnis beziehungsweise Ausgangsspannung und Frequenz und Delta IL gehen ein, sondern ich habe hier auch eine Funktion von der Eingangsspannung.